Heute wird alles ausdiskutiert, bis zum letzten Exzess. Und dadurch wird jede kleinste Meinungsverschiedenheit zu einem riesen Problem aufgebauscht. Wir haben vollkommen unsere Relationen verloren. Das ist in Amerika noch viel schlimmer. Und am schlimmsten ist es an den amerikanischen Elite-Unis. In Harvard verlangen Jurastudentinnen, dass das Thema Vergewaltigung aus dem Lehrplan gestrichen wird, weil es Traumata wiederbeleben könnte. In Philadelphia darf das Buch Huckleberry Finn nicht mehr behandelt werden, weil sich schwarze Studenten diskriminiert fühlen könnten. In Berkeley hat man aus Rücksicht auf die amerikanischen Ureinwohner jetzt sogar den Columbus Day umbenannt, in Tag der indigenen Völker. Was ich noch irritierender finde, denn ich kann mir kaum vorstellen, dass es die indigenen Völker Amerikas so toll finden, wenn ihr Nationalfeiertag auf exakt das Datum fällt, an dem Columbus gelandet ist. Amerikanische Universitäten sind unfassbar politisch korrekt. Und das ist insofern absurd, weil ja die Wissenschaft selbst eigentlich politisch total unkorrekt ist. Haben Affen und Menschen gemeinsame Vorfahren? Wird Kindbettfieber durch Ärzte ausgelöst, die sich nicht die Hände gewaschen haben? Sind Frauen genauso klug wie Männer? Das waren vor 100 Jahren, vor 150 Jahren politisch total unkorrekte Fragen, die man am liebsten unterdrückt hätte. Und diese Fragen, diese unbequemen Fragen, die gibt es ja heute auch noch. Aber sie werden nicht mehr gestellt, weil wir unsere Debattenkultur verloren haben. Nicht nur in der Wissenschaft, auch im normalen Leben, auch auf der Bühne. Man muss vorsichtig sein, was man sagt. Ja. Letzte Woche habe ich bei einem Auftritt die Frage aufgeworfen, ob denn sehbehinderte Menschen auch die Haufen von ihren blinden Hunden wegmachen müssen. Und wenn ja, wie? Gehen die nach Geruch oder nach Tastsinn? Ja? Da war die Stimmung richtig im Keller. Ja? Als ich vor 20 Jahren auf der Bühne angefangen habe, war es vor allem wichtig, Gags zu schreiben, bei denen die Leute lachen. Heute müssen sie Gags schreiben, bei denen die richtigen Leute lachen. Wenn die falschen Leute lachen, kann es dann schon auch mal eng werden mit der Karriere. Damals hat man als Kabarettist ja auch noch ehrliche Kritiken bekommen. Ebert kahlauerte sich durch den Abend, hat die Süddeutsche mal geschrieben. Flach und uninspirierend die Frankfurter Rundschau. Ich habe ja meine ersten Programme auch ohne Pause gespielt, weil im zweiten Teil sonst der Saal leer gewesen wäre. Irgendwann hat dann ein Journalist zu mir gesagt, also Herr Ebert, ich kann mir das gar nicht erklären, aber für Ihr Talent läuft es inzwischen überraschend gut. Das waren brutale, aber es waren ehrliche Kritiken. Ja. Heute werden Sie als Kabarettist immer weniger danach beurteilt, ob Sie originell oder witzig oder kreativ sind, sondern ob Sie sich zu etwas Richtigem positionieren. Veranstalter hat neulich über die neue Show von einem jungen Kollegen gesagt, also ich hätte mir schon gewünscht, dass der da eine klare politische Haltung artikuliert hätte. Meine Güte, der Mann ist Pantomime. Was soll der denn groß sagen? Die politische Korrektheit überzieht unsere Gesellschaft wie eine schleimige Hautkrankheit. Und je länger dieser Zirkus andauert, umso mehr zerstören wir die größte Errungenschaft unserer abendländischen Kultur. Sagen zu dürfen, was man denkt. Auch wenn es falsch, dumm und unerträglich ist. Das führt ja noch nicht einmal dazu, dass die Leute netter miteinander umgehen. Ganz im Gegenteil. Schauen Sie mal auf Facebook oder Twitter, was da los ist. Bist du ein linksgrün versiffter Gutmensch oder ein rassistischer AfDler? In diesen Kategorien spielt sich das ab. Über diese Fragen zerbrechen langjährige Freundschaften, ja sogar Familien. Nach 30 Jahren ist dieses Land auf einmal wieder geteilt. Nicht mehr in Ost und West, sondern in Dinkel- und Dunkeldeutschland.